Hallo und herzlich willkommen in unserer Session Menschenmanagement. Change Management. Das ist es. Ich habe es auf den ersten Blick falsch gelesen. Wow. Rainer Kühn, herzlich willkommen. Du bist Katalysator und Agile Coach bei 1&1 und wir sind sehr gespannt, was du uns heute zu sagen hast. Ja, danke dir. Ja, Johannes hat mich ja schon vorgestellt. Agile Dingsbums, sage ich immer. Also Coach ist ja manchmal schon wieder so ein bisschen verbrannter Begriff. Also ich sehe mich aber auch oft als so Katalysator. Ich versuche Dinge in Bewegung zu bringen, ohne mich selbst zu verbrauchen. Ja, also so dieser chemische Katalysator. Ja, Change Management. Ich habe das extra so geklammert, weil es unheimlich schwierig ist auszusprechen. Fällt mir inzwischen leichter, aber anfangs hatte ich da auch meine Probleme. Und warum mache ich denn das eigentlich? Und das ist ja auch dieser Anteaser-Text im Programm. Ja, der Mensch ist halt klar bei uns immer irgendwie der kritische Faktor im Veränderungsprozess. Ja. Und der Mensch ist komplex, es sind nicht alle gleich. Ja, und er ist unheimlich reaktiv. Und das ist ja das, was uns eben im Change dann auch Schwierigkeiten als bereitet. Und ich möchte hier einfach ein paar Themen bringen, die ich so aus der eigenen Erfahrung erlebt habe oder mir auch zum Teil natürlich angelesen habe, die Chance vielleicht auf eine erfolgreiche Veränderung zumindest mal erhöhen. Ja. So, von dem her werde ich kurz was sagen, ja, wie ist so die Veränderung bei der Maschine und beim Mensch, so als Vergleich mal. Ja, der Mensch ist ja unsere Produktionsressource, auch wenn ich den Begriff Ressource für die Menschen nicht mag, ja, aber betriebswirtschaftlich gesehen ist er das. Dann ganz kurz einfach eine Slide mit, was gibt es da so an Modellen und Methoden. Und dann eigentlich ein paar, für mich offensichtliche, aber auch oft verkannte Fakten, ja, wo ich einfach auch ein bisschen dran erinnern möchte. Und ja, wir sprechen auch kurz drüber eben, was hat so ein Change Einfluss auf Gruppendynamik, Selbstorganisation, auf die Kultur. Und zum Schluss ein paar, ich sag mal, praxiserprobte Tipps, die ich euch einfach mitgeben möchte. Also erwartet keine Rocket Science, ja. Also ich glaube, ihr werdet vieles von dem kennen und für mich wäre es schon toll, wenn ich das bei euch auffrischen könnte durch diese Session. Ja, und dass ihr dann noch mal ein bisschen bewusster vielleicht in der Zukunft auch mit Change umgeht, als Veränderer und als Veränderter. Ja, also aktiv, passiv, wie ihr damit umgeht. Ja, also Change, Veränderung. Ja, das eins, was uns allen klar ist, es wird immer schneller und es wird immer häufiger. Also wir sind eigentlich permanent in so einem in einem Change drin. Ja, kaum hat der eine ist noch nicht mal richtig fertig geworden, hat der andere schon angefangen. Und das kann uns natürlich auch kaputt machen. Ja, und wenn man dann irgendwelchen Studien, ich habe hier eine mal zitiert, mal anschaut, dann heißt es eben ja, 70% der Veränderungsinitiativen scheitern. Ja? Und die Hauptgründe sind dann, ja, fehlendes Change-Wissen, also wie mache ich so einen Change? Also nicht nur aktiv, sondern auch passiv, wie lasse ich mich changen? Ungeeignete Strukturen und Prozesse und dann halt auch krass, ne, 52% zu viele Veränderungen parallel. Ja, das kann uns natürlich verrückt machen. Ja? Und da gibt es auch ein nettes Buch, Change mich am Arsch. Ja, wer kennt es? Ja, also es ist eine schöne Urlaubslektüre, sicher mal, ja, was diesen Change-Wahnsinn nochmal hervorhebt. Ich habe hinten auch eine der letzten Slides, sind dann so ein paar Buchtipps dazu, braucht er also nicht mitschreiben, kriegt er alles geliefert. Ja, und bei uns ist es halt so, der Change dreht sich halt fast immer um den Menschen. Und wenn wir jetzt mal schauen, bei so einer Maschine hier, wie sieht da so ein Change aus? Wenn ich da was verändern, ist ein Umbau, Parametrisierung, Konfiguration, Justierung, Wartung. Ja. So Maschinen, die skalieren in der Regel recht gut. Ja, wenn ich also mehr vom Gleichen fertigen muss, dann brauche ich halt eine zweite Maschine. Hinwiehers Expertenwissen über die Maschine ist beim Menschen. Ja. Und wenn man jetzt den Menschen dann eben mal betrachtet,
Ja, was ist Data Change? Da kann es sein, eine Veränderung in den Aufgaben, kann sein, eine Veränderung im Umfeld, also die Kollegen, die dann vielleicht wechseln, ich komme in ein anderes Team, aber auch Status, und das tut oftmals ganz weh. Ja? Also wenn ich nicht mehr den schönen Sitzplatz am Fenster habe, sondern woanders sitzen muss, oder ja, den Parkplatz nicht mehr habe, den ich jahrelang hatte, was auch immer, die Aufgaben nicht mehr machen darf, ja, die Komfortzone, und wir sind Menschen, das sind ganz einfach die Gefühle wichtig. Ja? Und das ist halt, das sind alles Dinge, die hat eine Maschine nicht. Ja? Skalierung, naja, würde ich mal sagen, je nach Art der Aufgabe, wenn es so mehr wiederholende Tätigkeiten ist, wenn wir auch so in unserer Komfortzone vielleicht drin sind, dann kann das durchaus gut skalieren. Aber tendenziell je komplexer, je schwieriger solche Arbeiten, Aufgaben werden, desto weniger gut skaliert es. Weil dazu sind wir halt immer noch Wissensarbeiter, und dieses Wissen, das kann ich nicht transferieren. Bei mir, zack, USB-Stick rein, drauf kopieren, und bei dir rein, zack, und dann hast du das gleiche Wissen wie ich. Das funktioniert halt nicht. Deswegen skalieren wir ja als Wissensarbeiter so schlecht. Wir müssen dieses Wissen aufbauen. Ja? Und der Mensch denkt mit. Ja? Der Henry Ford hat es ja mal, glaube ich, gesagt, die Mitarbeiter würden mir besser gefallen, wenn sie bei Betreten des Firmengeländes ihr Gehirn irgendwie weglassen würden. Ja? So in sinngemäß irgendwas hat er gesagt. Aber wir denken eben mit, und wir haben halt in der Regel auch Expertenwissen. Das macht uns manchmal auch einzigartig. Ja. Aber ja, und die Frage ist, haben wir auch ein Change-Wissen? Ja, da deswegen das Fragezeichen dahinter. Ich sehe das auch oft, dass Leute eben in solchen Veränderungen drin gar nicht genau wissen, wie man es macht oder worauf man Acht geben soll, sondern da wird halt einfach mal was reingeschmissen, macht mal, und dann soll sich das selber zum Guten wenden. Ja. Kennt ihr, glaube ich, genug Beispiele, wo es nicht so war. Ja. Hin wie her, Maschine und Mensch, die können durch solche permanenten Rüstzeiten irgendwie ineffizient werden. Ja, man beschäftigt sich nur noch mit sich selbst, statt irgendwas zu liefern. Ja, krank werden oder Abnutzung bei einer Maschine und im schlimmsten Fall kaputt gehen, das wollen wir natürlich weder bei einer Maschine noch beim Mensch. Ja, bemühen wir mal das agile Manifest. Und wenn man da mal so ganz schnell drüber scannt, dann ist da ja auch schon was drin hier, responding to change over following a plan. Also da steht da schon drin, dass wir uns mit Change, mit Veränderung befassen sollen. Das wird halt immer schneller. Ja, ein paar Change-Methoden. Ich weiß nicht, wer kennt diese 7-Phasen-Methode? Die mal jemand gehört, 3 Phasen nach Lewin dann irgendwo, und das dann aufgebohrt, den Kotter, den Krüger, dann gibt es so ein 4-Zimmer-Modell oder 4-Raum-Modell, ja, J-Curves, ja, so die kleinen und großen Veränderungen, revolutionär, evolutionär, oder das Teamphasenmodell von Tuckman, was ja auch mit Change irgendwie zu tun hat, da gibt es sicher noch mehr, also ihr seid da wahrscheinlich auch bei manchen Dingen viel weiter drin wie ich, ja. Aber hin wie her, egal welche Methode, ich finde es immer sinnvoll, wenn man ein bisschen die Theorie parat hat, was passiert denn so mit dem Mensch im Change, und das eben nicht nur als derjenige, der die Leute verändert, also der so eine Veränderungsinitiative auf den Weg bringt, sondern auch als Betroffener. Manchmal sind wir ja auch beides. Ja, weil man kann das ja oft gar nicht so genau trennen. Ja, also ein bisschen Theorie schadet da nichts. Ja. Jetzt habe ich mir, weil ich diese ganzen Modelle mal zusammengeschrieben habe, habe ich mich gefragt, ja, kann denn bei Veränderungen in solchen komplexen Organisationen, wo wir sind, eigentlich so ein X-Phasen-Modell funktionieren? Ja, komplex, und dann schreibe ich da so eigentlich so ein Wasserfall-Change Modell daneben. Das ist ja irgendwie schon ein bisschen krass. Also habe ich mich dann gefragt, was gibt es denn da? Und mit ein bisschen Googlen bin ich dann drauf gekommen. Da gab es dann ein Modell der Komplexität dynamischer Systeme. Ja, kennt das irgendjemand? Hat da schon mal von gehört? Also ich habe da auch die Quelle beim Gabler Wirtschaftslexikon, habe ich da was drin gefunden.
habe es durchgelesen, war auch nicht so richtig happy damit, weil wenn ich dann bei Wikipedia nachgucke, ja, komplexe Systeme haben sowohl strukturelle und funktionelle als auch dynamische Eigenschaften. Also eigentlich ist so ein komplexes System immer dynamisch. Also kann ich das ja eigentlich gar nicht so wasserfallmäßig betrachten. Und ich kann auch oftmals einen so einen kleinen Change, egal nach welchem Modell ich den betrachte, ja nicht isoliert betrachten, weil die in Organisationen gibt es nicht nur diesen einen Change, sondern es verändert sich durch diesen einen Change irgendwie woanders wieder was. Also man hat dann so dieser Schmetterlingseffekt, ja, der Flügelschlag eines Schmetterlings sorgt irgendwo für einen Tsunami. Ja, also das macht es natürlich nochmal schwieriger, weil wir Menschen sind ja nicht gut im Erfassen und im Umgehen mit komplexen Systemen. Die sind nicht linear, da können wir keine Ursache-Wirkungsketten aufstellen. Also es macht es uns ja unheimlich schwer. Ja. Was auch wichtig ist, dass man im Change immer den Faktor Zeit berücksichtigt. Und der hat eigentlich zwei Dimensionen. Ne? Also hier ist es 3:12. Ich hoffe, das ist nicht immer in allen Changes so. Wir haben zum einen mal brauchen wir bei jeder Veränderung eine Wirkzeit. Also ich kann in der Regel nicht, also zumindest wenn wir solche komplexen Systeme haben, ich kann nicht erwarten, dass wenn ich jetzt eine Änderung mache, dass ich sofort auch einen Effekt messen kann. Ja, ich habe da immer einen Zeitversatz, eine Dynamik, eine Rückkopplung, wie auch immer drin. Also hin wie her, ich muss diesen Veränderungen auch Zeit geben, damit sie wirken können. Ja, manches Altes muss erst so rauswachsen, bevor dieses neue Gewicht nimmt. Und da erleben wir auch schon so oftmals den ersten Knackpunkt, dass man dann zu ungeduldig ist mit solchen Changes. Ja, wieso? Wir haben es doch gestern geändert und heute können wir noch nichts messen. Ja, und das ist halt Quatsch. Also gerade so überall, wo der Mensch drin ist, der ein gewisses Beharrungsvermögen hat, braucht man halt einfach Zeit und man muss es irgendwie beobachten können. Ja. Und ihr wisst, ja, wenn die Veränderungsfrequenz schneller ist wie die Wirkzeit, dann kommt es eben zu diesem Change mich am Arsch. Ja, dann habe ich, bevor der eine Change irgendwie mal überhaupt sich beginnt abzuzeichnen, mache ich schon den nächsten und dann den nächsten und dann den nächsten. Und das ist fatal, insbesondere wenn man jetzt diese zweite Komponente bei der Veränderung betrachtet, den Aufwand, den sowas bringt. Ja? So ein Change kommt ja nicht umsonst daher. Und wann machten die überhaupt Changes dann im Unternehmen? Dann, wenn es doch eh schon brennt meistens. Ja, dann, wenn ihr eh schon unter Druck steht. Und jetzt macht man noch sowas. Ja, also klar, Veränderung kostet Energie und Zeit. Und wenn ich den aber on top drauf packe, diesen Aufwand, dann stresse ich ja die Organisation noch mehr. Wie soll denn dann was besser werden? Wenn ich meinen Change dann quasi in meiner Freizeit irgendwie machen muss oder wie? Oder mit meiner Arbeit, weil ich mich so viel changen muss, meine Arbeit mit nach Hause nehmen muss und in der Freizeit machen muss? Das hat ja nichts mit Nachhaltigkeit zu tun und auch nichts mit irgendeinem, ich sag mal, gesunden Menschenbild. Ja? Aber leider ist das Realität. Es wird oft einfach gesagt, ah ja, wir müssen ja Geld verdienen, wir müssen ja produzieren, aber jetzt machen wir den Change noch on top. Und dann brauche ich mich von dem her schon mal gar nicht wundern, dass so ein Change nicht geliebt ist und dass er nicht Fahrt aufnimmt. Und das muss man halt einfach auch oftmals dann noch sagen, ja, wir sind bereit, einen Change zu machen, aber wir brauchen auch den Raum dafür und nicht on top. Ja, alle mitnehmen. Wie ist denn das bei euch? Also man hört es ja immer, ja, in dem Change, da müssen wir alle mitnehmen. Bei wem im Unternehmen ist das Ansage? Kennt ihr das? Ja? Kenn ich auch. Könnt ihr das alle mitnehmen? Ja. Eher nicht, ne? Ja, also es gibt da ja auch wieder verschiedene Studien. Ich habe jetzt keine parat, also deswegen nagelt mich nicht fest. Ja, man sagt ja immer, wenn solche ein bisschen gravierendere Changes kommen, dass man so 10-15% der Mitarbeiter vielleicht nicht mitnehmen kann. Ja? Wo stecken wir denn die Zeit rein? Wen betüdeln wir denn am meisten im Change? Die 10-15%?
Ja, gut, also ich meine, wir haben ja im Wesentlichen, ja, wir müssen unsere Energien sinnvoll einsetzen. Die Begeisterten, die nehmen wir mit. Das kostet meistens relativ wenig Aufwand, weil die sehen den Sinn dahinter, die haben, sagen, ja, es wird besser oder ich will mich drauf einlassen, ich weiß zwar noch nicht, wie es wird. Ja. Ja, die Neutralen, die hoffen wir ja dann irgendwie immer so durch die Begeisterten mitzuziehen. Ja, also wenn die Neutralen dann erstmal sehen, ja, oh, das läuft ja irgendwie, dann springen sie auch auf. Ja. Aber stattdessen, was wir eben oft machen, diese Ablehnenden, da stecken wir die Energie rein, um denen den Change schmackhaft zu machen. Und das ist eigentlich falsch investierte Zeit. Ja, ja, das ist sehr plakativ gesagt, ich weiß. Ja, aber also, es soll euch zum Nachdenken anregen. Man darf es nicht schwarz-weiß sehen. Ja, jeder, der nicht sofort meiner Meinung ist, ist ablehnend, also den nehme ich nicht mit. Sondern man muss aber die Zeit begrenzen, die man vielleicht auch da rein investiert und sich dann überlegen, ob die Zeit nicht sinnvoller irgendwo bei denen oder bei den Neutralen eben aufgehoben ist. Na. Es fällt schwer, es sind ja Kollegen, es sind Menschen, vielleicht auch Menschen, die man irgendwo liebgewonnen hat und jetzt sehe ich die natürlich auch leiden. Ist ja auch nicht schön. Oder man muss halt dann sich damit abfinden, dass sie sich vielleicht was anderes suchen. Ja. Oder was passiert mit den Ablehnenden noch so? Was können die noch machen? Ja, oder Rudelbildung. Ich habe es gleich noch auf einer anderen Slide drauf. Rudelbildung. Ja. Gemeinsam sind wir ekelhaft. Ja. Ja. Ja, ja, das, aber das ist dann, aber das ist dann, sagen wir mal, schwarz-weiß, ja? Die Welt ist nicht schwarz-weiß, sondern die ist meistens bunt. Also zumindest mal, ich bin in ein bisschen größerem Unternehmen, ja. Vielleicht gibt es für die Leute an einer anderen Stelle eine sinnvolle Verwendung, wo sie dann auch ihren Stärken gemäß, mit den Stärken, die sie jetzt haben, die sie auch vielleicht nicht verändern wollen, nicht verändern können, wo sie sinnvoll eingesetzt sind. Also solche Alternativen gibt es dann ja durchaus auch. Vorteil von einem großen Unternehmen. Ja. Aber ansonsten, es gibt ja auch im Englischen diesen Spruch, ja, one bad apple spoils the barrel. Ja. Wenn ich permanent so jemanden drin habe, der nicht mitmacht, sagen wir mal so, ja, dann kostet der mich permanent Energie und zieht andere auch noch runter. Also je nach Ausprägung muss man sich das natürlich überlegen. Muss ich dann Leute loswerden oder finde ich eine andere Verwendung oder? Ja, also es gibt da sicher ein ganzes Portfolio an Möglichkeiten. Ja, aber im Endeffekt, klar, ich meine, wir müssen unsere Organisation ja irgendwie am Laufen halten. Wir wollen ja auch von dem Geld, was wir da verdienen, leben. Oder wir müssen von dem Geld, was wir verdienen, ja auch leben. Ja. Ja. Wen betreffen denn Veränderungen? Das ist natürlich ganz klar, zum einen mal, es betrifft eigentlich fast immer als erstes die Einzelperson. Also mich, dich, ja. Was macht es mit euch? Ja, wie geht ihr mit solchen Sachen um? Und dort kann ich dann auch schon viel erreichen, indem ich die Leute nicht einfach stehen lasse, sondern indem ich ihnen auch ein bisschen Background gebe. Was passiert denn in so einem Change? Es ist ganz normal, dass ich mich erstmal unwohl fühle. Ja? Es gibt dann Dinge, ich kann versuchen, darüber zu reflektieren. Wenn ich es nicht selber kann, dann kann ich mir vielleicht irgendwo bei jemandem Hilfe holen. Ja? Das ist ganz normal. Ja? Also irgendwie solche, doch wieder ein bisschen diese Stufen von einem Change, ja? Egal wie viele Stufen das hat, ja? Erstmal kommt so die Ernüchterung oder man realisiert es und so, ja, dass man weiß, dass diese Phasen kommen, dass es ganz normal ist. Dann haben wir natürlich auch die Gruppen, die es betrifft irgendwo, die sich, selbst wenn sich nur einer in der Gruppe verändert, hat das ja immer auch einen Einfluss auf den Rest von der Gruppe. Ja, also man kann das nicht so isoliert sehen und eigentlich ist ja Team auch schon wieder zu kurz gedacht. Ja, wir arbeiten ja nicht isoliert im Team, sondern wir haben ja eben ganz viele Teams, die dann irgendwelche Interdependenzen haben und
zusammenarbeiten wollen und müssen. Also von dem her kann das dann schon sein, dass halt der Change in einem Team oder bei einer Person wirklich einen Einfluss hat auf die, auf dieses gesamte Zusammenspiel. Ja. Ja, welche Effekte bringt es mit sich? Ganz komische, also manchmal auch, ich kann es gar nicht erkennen, da einer ist irgendwie weg und jetzt passiert auf einmal in einem anderen Team irgendwas, was vorher noch nicht so aufgetreten ist, was aber durch ganz komische Wege vielleicht dorthin gekommen ist. Ja. Also das ist manchmal auch nicht nachvollziehbar dann richtig. Aber es macht halt immer was, egal auch wenn sich nur einer verändert. Und wenn wir jetzt noch anschauen, Gruppendynamik. Ja, jetzt haben wir so ein Team. Ja, was passiert in so einem Team? Ja, da kann sehr schnell und oft unvorhersehbar irgendwas passieren. Ja, weil jeder Einzelne ist, wir reagieren manchmal impulsiv. Wir sind nicht also gerade wenn es uns in der Veränderung irgendwo erwischt und wir merken dann, oh Mist, jetzt das, was ich eigentlich so lieb gewonnen habe, seien es die Kollegen, seien es die Aufgaben, das ist in Gefahr, das ist jetzt dann vielleicht weg. Dann bin ich auch nicht immer unbedingt rationell, sondern dann bin ich auch eben emotional, dann bin ich ja unberechenbar, unvorhersehbar. Und damit muss man auch lernen, umzugehen. Also man muss selber als derjenige, den das betrifft, lernen, damit umzugehen. Und auch der euch verändert, der muss natürlich auch wissen, was kann ich denn damit alles auslösen? Und wie gehe ich denn damit um? Ja. Und wenn wir jetzt eben mal schauen, da haben wir so die Intrateam-Gruppendynamik. Ja. Da gibt es halt die Leute, die können nicht so gut miteinander. Ja. Der kann hauptsächlich mit sich. Ja. der mag den aber auch. Ja, also da gibt's ja ganz viele solche Aspekte, die selbstverstärkend sind oder die auch irgendwas dann eben limitieren, begrenzen. Und das ist ja also unheimlich schwierig, überhaupt mal als von einem Außenstehenden zu bewerten oder festzustellen, noch nicht mal zu bewerten. Ja, erstmal festzustellen, was geht denn da ab, weil da müsste ich ja alle Einzelnen da drin müsste ich ja kennen. Und ich kann ja immer nur ein bisschen was in die Köpfe der Leute reingucken. Ja, also ist das auch ganz schwer. Und wenn ich mir sowas da noch vorstelle, wie das dann zwischen Teams aussieht, wo dann dieses Team kann nicht mit dem, ja, die können auch nicht, aber die beiden können gut. Also da kann auch, da habe ich dann nicht nur so eine Gruppendynamik in meiner kleinen abgegrenzten Gruppe, sondern eigentlich in meiner größeren Organisation auch. Und sowas zu verstehen, geht eigentlich gar nicht. Ja, also müsste ich ja immer das Ohr an jedem dran haben und dann wäre ich auch der Einzelne, der vielleicht dieses Wissen hat. Das kann ja bei Komplex ähnlich funktionieren. Ja. Ja, aber hin wie her, wenn wir was verändern, müssen wir auch auf diese Gruppendynamik Acht haben. Und wenn ich ihn einfach nur geschehen lasse, dann kann halt dieser Kochtopf da ganz schnell überkochen. Und dann habe ich erst richtige Probleme. Ja. Was kann ich denn tun, um so eine Gruppendynamik irgendwie zu, ja, ich sag mal, meistern? Also sofern ich sie meistern kann. Ja. Aber was kann ich denn tun? Was hättet ihr da für Ideen? Kommunikation fördern. Mhm. Genau, Feedback, Retros, Teambuilding. Ja. Eigentlich Walking Around auch. Ja, also wenn ich jetzt derjenige bin, der euch verändert, dann sollte ich mich nicht nach dieser Veränderung, ich habe euch jetzt die Veränderung da zugeschmissen und dann gehe ich irgendwo und gehe so in Deckung. Ja. Das funktioniert nicht. Und ich war selber auch 11 Jahre lang Führungskraft. Ja. Ich habe genug solche Veränderungen auch gehabt, wo ich dann wirklich gesagt habe, ja, wir müssen das jetzt umsetzen. Da, macht mal. Ja. Oder ich wollte, ich habe Angst davor gehabt, mich damit auseinanderzusetzen. Und da habe ich mich manchmal auch, ja, wir haben es announced, zack, jetzt so muss ich das ändern. Und dann bin ich zurück in mein Büro, Tür zu. Das ist nicht mehr das, wie ich das inzwischen sehen würde. Ja. Oder? Kennt ihr solche Situationen, oder? Also ich habe dann so einen Change losgetreten und auf einmal
wie gehe ich jetzt damit um? Ist ja unangenehm oftmals, ja. Also walking around hilft da. Empathie. Ich muss mich einfach auch in den anderen, in dem Change, reinversetzen können. Was macht es mit dem? Ja? Dass jemand, der vielleicht jetzt gerade frisch ein Häusle gebaut hat und Kinder gekriegt hat, dass der nicht besonders begeistert ist, wenn es jetzt auf einmal heißt, du musst an einen anderen Standort zum Arbeiten, ist klar. Ja? Aber da muss ich mich mal versuchen reinzuversetzen. Was macht das mit dem? Wie will ich ihn sonst irgendwie dem noch, sagen wir, in die Augen gucken können? Ja, also ich brauche auf jeden Fall Empathie. Ich brauche ein gutes Netzwerk. Das, so ein Netzwerk kann auch auffangen. Da kann ich mir auch Hilfe holen. Da kriege ich auch oftmals Informationen her. Ja. Und dann halt auch so die Kontexte des Einzelnen verstehen. Ja, also eben wirklich der Häuslebauer oder überhaupt, was ist meine Aufgabe? Was kriege ich jetzt weggenommen? Was bekomme ich gegeben, ja, und da habe ich hier so einen Post, das habe ich auch gestern nochmal irgendwie auf Twitter geschickt, the context makes the difference, ja, ich sage immer meine Cookie-Analogie, ja, ich lebe auf so einem Butterkeks und wenn ich mit der Dame jetzt hier rede, dann rede ich immer von Butterkeks, mit wie viel Zacken hat der, keine Ahnung, ja, und die fragt sich dann, hä, der redet gar nicht von Füllung. Ja, hat der was an der Klatsche? Ja, Füllung kommt bei dem nicht vor, ne? Und der hat auf der Waffel, der versteht sowieso nichts. Ja? Und so ist es halt wichtig, dass wir dann auch verstehen, also auf die Kontexte eingehen, die es da gibt. Ja? Auf die Kontexte der Einzelnen. Und dass man selber halt auch einen Kontext hat. Man ist ja selber Teil dieses Systems. Ja, Kultur. Wer hat es schon mal erlebt, dass von der Konzernspitze oben runter gesagt, wir machen jetzt so eine Kulturinitiative, Kulturprogramm? Ja, ja. Ja. Und, war es erfolgreich? Nix, ne? Aber die Großen oben haben sich vielleicht ein bisschen besser gefühlt. Und ja, nee, also da hilft es mir immer mal nochmal das Bewusstsein zu schaffen, was ist denn Kultur? Ja, und Kultur ist einfach das Zusammenspiel der Verhaltensweisen aller. Also wenn ich was an der Kultur verändern will, dann muss ich nicht die Verhaltensweisen der anderen ändern, das wäre ja schon wieder übergriffig, ja. Die Verhaltensweisen der Leute müssen sich ändern. Ja, und da müssen wir dann hinkommen. Also und das wisst ihr ja, das ist was unheimlich Langsames, was Schwerfälliges. Ja, und ja, das kann ich von außen gar nicht beeinflussen. Hin wie her, jeder Change wird auch einen Einfluss auf die Kultur haben. Auch wenn die Kultur was sehr Stabiles ist. Aber es wird auch immer irgendwie einen Einfluss auf die Kultur haben. Positiv oder negativ, weil es ist ja immer das, was gelebt wird. Ja, jetzt schauen wir noch an, agile Teams, Selbstorganisation, ja, wird ja auch unheimlich, ich sage jetzt mal nicht gehypt, aber wichtig, ja, und jetzt schmeiße ich da so einen Change in so ein Team rein, was selbst organisiert ist, ja, und wundere mich, dass es nicht funktioniert. Nein, Selbstorganisation braucht Führung, gibt es auch dieses nette Buch von Boris Gloger. Wenn ich jetzt hoffe, dass so ein selbstorganisiertes Team mit diesem Impuls von außen verändert euch, selber richtig klarkommt, dann laufe ich oft gegen eine Wand. Ja? Also muss ich dann trotzdem in der Selbstorganisation und vor allem im Change auch irgendwie führen. Und dann ist auch wichtig, nicht mit der Gießkanne die Führung ausgießen, nicht jeder braucht gleich viel Führung. Ja? Und manchmal ist es auch die Unsicherheit der Leute, die sich dann darin ausdrückt, dass vielleicht einer aus dem Team ganz laut wird, ja? Weil der sagt, er sagt es ja nicht direkt, ja, aber weil er es will, dass er vielleicht mehr Führung kriegt. Gerade in diesem Change, weil er sich alleingelassen fühlt, nicht weiß, wie man damit umgeht. Und dass man dann sagt, okay, da muss ich auch als Führungskraft wieder, bin ich gefragt und darf mich nicht eben wieder hinter meinem Schreibtisch, hinter geschlossener Tür verstecken, sondern ich muss da mit reingehen in diesen Change. Ja. Und da frage ich mich, so wie es mir selber ging, sind denn die Leute, die uns verändern, sind denn die da ausgebildet drin?
Ja, also wenn ich mal sehe, wer wird denn Führungskraft? Meistens derjenige, der irgendwie technisch oder fachlich ein Thema gut besetzt, ja, und hat der dann unbedingt immer diese Hintergründe mal irgendwo beigebracht bekommen, was es bedeutet, eine Veränderung zu begleiten. Ja, und das glaube ich nämlich auch nicht. Also sehe ich auch leider allzu oft, dass es nicht der Fall ist. Ja. Und halt dieses, ja, ich schmeiße jetzt da mal so ein Change in das Team rein und ihr organisiert euch selbst, das geht halt meistens in die Hose. Also insbesondere, wenn es jetzt ein größerer Change ist und nicht nur so, ja, ein kleiner Trigger, versucht mal dies oder jenes zu ändern. Ja. Das kann vielleicht noch gehen, aber ansonsten brauchen sie da halt Begleitung drin. Und da halt auch wirklich Verantwortung der Führungskraft, die wird auch dafür bezahlt. Ja, deswegen kriegen die Führungskräfte meistens ein bisschen mehr Geld, das ist Schmerzensgeld auch. Ja, und dann sollen sie bitte auch die Arbeit machen. Emotionale Führung im Change. Ja, wenn ich die nicht mache, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, ja, ich muss die Leute emotional nicht abholen, die Emotionen der Menschen muss ich betrachten, muss mit denen umgehen irgendwo, ja, und da helfen mir manchmal Zahlen, Daten, Fakten nicht. Also wenn ich so sage, jetzt wir haben hier eine Bereichsversammlung und ich bin jetzt hier euer Bereichsleiter und ich würde sagen, so, wir müssen jetzt die Hälfte der Leute rausschmeißen, 50% Zahlen, Daten, Fakten, ja, bis dann und dann, das hilft hier nicht, ne, das ist also das, Da kommen ja gleich dann die entsprechenden Emotionen hoch und ich kann mich eigentlich gleich hier vorne erschießen. Ja. Also ich muss da schon auch mit den Emotionen der Leute umgehen und einen zielgerichteten Umgang damit haben. Ja. Denn wenn ich diese Emotionen vernachlässige, weil die mir zu heftig sind vielleicht auch, weil ich nicht weiß, wie ich damit umgehe, ja, dann habe ich eben so diese Rudelbildung ganz gerne, meistens von den Widersachern. Ja. Und das bringt natürlich eine ganz schöne starke Kraft, eine entgegengerichtete Kraft in diesen Change rein. Ja. Und hin wie her, wenn ich mich damit auch nicht auseinandersetze, was ist denn mit euch als Menschen in dem Change los? Ja. Dann gehe ich doch von euch weg. Dann schaffe ich eine Distanz, die vielleicht auch eben nicht mehr zu überbrücken ist. Ihr seid mir dann egal. Und so wollt ihr sicher nicht geführt werden. Ja, so will ich auch nicht führen. Also ihr seid ja die Leute, wenn ich jetzt euer Chef wäre, ihr seid ja die Leute, die Wertschöpfung erbringen. Ja? Und da muss ich euch doch auch entsprechend behandeln und ich muss euch begleiten, sodass ihr auch weiterhin die Wertschöpfung erbringen könnt. Also muss ich mich für eure Emotionen auch interessieren und nicht nur interessieren, sondern auch damit umgehen können. Ja, wenn wir jetzt mal zu so ein paar Erfolgspattern, sage ich mal, kommen, die ich euch ja auch versprochen habe, dann ist es ganz klar, so ein Change funktioniert immer dann gut, wenn wir Erfolge haben. Das motiviert. Oftmals, wenn wir natürlich darauf warten, dass erst jetzt alles super gut wird, dann haben wir irgendwo, können wir ewig warten. Ja, ich muss das im Kleinen machen. Ja. Also ich muss Erfolge sichtbar machen. Ich darf aber auch die Misserfolge, die ich vielleicht auf dem Weg dahin habe, auch nicht wegreden. Die sind da. Ja. Wir lernen dazu. Wir sind in einer komplexen Organisation. Die kann ich nicht vorhersagen. Da habe ich Überraschungen. Also werde ich auch Misserfolge haben. Ja. Aber wichtig ist, dass ich mich auf das Gelernte aus beidem dann beziehe und sage, ja, das hat uns weitergeholfen, das hat uns nicht weitergeholfen. Und wir haben daraus gelernt, das. Und dann kann man auch besser in den Change reingehen. Selbstverantwortung statt Verantwortungsabgrenzung fördern. Ja, oftmals hört man es ja dann, ja, nee, das ist ja nicht meine Verantwortung. Ja, ja, wer macht's dann? Ja, und dann geht so dieses Gerangel los, ja, will sich keiner drum kümmern. Und da dann eben versuchen, eher auf eine Selbstverantwortung hinzuarbeiten, wo jeder sich als Teil der Problemlösung oder dieses Changes auch sieht und nicht sich abgrenzt. Weil so kommen wir da auch nicht weiter. Ja,
Wertschätzung, der Gerrit hat vorher ja auch mit, wie hieß es bei ihm, Wertschätzung, Abgrenzung durch Wertschätzung war das, glaube ich, ne? Oder sowas in der Art. Hin wie her, also ich glaube manchmal ein aufrichtiges Danke, nicht ein gespieltes Danke, ja, oder Lob, das hilft uns auch weiter in so einem Change, ja. Und da gehe ich halt natürlich dann immer davon aus, von dieser Prime Directive, ja, von dem Norman Kurth, dass jeder eben mit dem, was er kann, was er weiß, immer versucht auch was Gutes zu erreichen. Ja, und nicht bewusst dem Unternehmen irgendwo schadet. Ja. Also kann ich dann auch, wenn mal kritische Situationen kommen, durchaus sagen, ja, da haben wir wieder was gelernt oder da sind wir jetzt durch. Ja. Wichtig, Respekt vor den Leuten, Vertrauen in die Leute. Wir können oftmals die Lösung ja nicht selber finden. Ich als Führungskraft oder als Veränderer habe nicht immer die Lösung für euch parat. Die Lösung müssen wir zusammenfinden und dazu gehört halt Respekt und Vertrauen. Zugehörigkeit, ja, und Transparenz auch. Wenn ich mich aufgrund von, dass Informationen zum Beispiel zurückgehalten werden, mich einer Gruppe, meinem Team nicht mehr so richtig zugehörig fühle, dann werde ich auch den Change nicht mitgehen wollen. Ja, also wenn dann irgendwie so 3-4 Leute da rumklüngeln mit der Führungskraft und ich weiß nicht, was die denn da machen, dann fehlt es mir eben an der Transparenz und ich fühle mich auch nicht mehr zugehörig. Und dann baue ich Widerstände auf, ganz klar. Da auch drauf achten. Netzwerk und Beziehungen. Ja, ich kann mir oftmals vielleicht aus dem Nachbarteam oder von einem guten Freund im Unternehmen oder vielleicht gibt es ja auch entsprechende Vertrauensleute, ja, kann ich mir auch mal Anregungen holen oder einfach mal eine Situation durchdiskutieren, um mal eine andere Sichtweise drauf zu kriegen. Und dazu brauche ich halt ein Netzwerk. Das kriege ich nicht, wenn ich nur in meinem Teamraum ohne Außenweltkontakte lebe. Ja. Und das habe ich auch schon oft gesehen, dass es vom Management, sagen wir mal so, die erste Richtung des Changes mit, also mal vorgegeben wurde, ja, aber dass man es dann eben mit den Beteiligten ausgearbeitet hat. Und das ist eigentlich dann so ein ganz positiver Effekt, weil wir haben hier dieses Darkness Principle, ja, also wenn wir komplexe Sachverhalte haben, dann bringt jeder eben so sein bisschen Wissen hier ein und der Chef hier hat natürlich auch ein Wissen. Aber wie will denn der sowas hier verändern können, wenn das sein Wissen ist? Also wir schaffen das immer nur kollektiv, zu einer guten Lösung zu kommen. Also kann der Chef ja eigentlich nicht einfach alles vorgeben, wie der Change auszusehen hat. Muss immer seine Leute mitnehmen. Ja? Und das ist eben hier kollektive Intelligenz oder dieses Darkness Principle. Ja? Und ich habe das einmal ganz toll erlebt, auch mit einer kritischen Situation, wo eben was vorgestellt wurde, das ist die Richtung, in die sollen wir gehen und jetzt lasst uns mal zusammen dran arbeiten. Da hat man sich zurückgezogen, hat in Gruppen mal geschaut, wie gehen wir denn jetzt damit um, hat es dann nachher wieder zusammengeführt und das, was nachher rausgekommen ist, ging schon in die Richtung, wie es gehen sollte, ein bisschen anders, aber es hat einfach, es war dann der Change von den Leuten und nicht mehr der Change vom Chef. Also man hat die Leute involviert und damit eben aus dem Meins unser gemacht. Und das war unheimlich schön zu sehen auch, dass dann so ein Change ganz gut klappen kann. Regelmäßige, ernst gemeinte Retrospektiven und das durchaus auf allen Ebenen. Ich weiß, je weiter hoch man kommt, desto schwieriger wird es mit Retrospektiven. Ja, also so Vorstandsretro wollte ich mal anbieten, ist man nicht mehr auf mich zugekommen. Ja, weil die vertrauen sich ja zum Teil schon untereinander nicht mehr. Also wie sollen denn die dann eine Retro machen, wo es auf Vertrauen eigentlich ankommt? Ja? Aber dass wir wirklich versuchen, auf Teamebene, auf Abteilungsebene, wie auch immer, Retrospektiven machen und natürlich nicht nur die Retrospektiven machen, sondern auch Dinge daraus ableiten und umsetzen. Ja? Und wenn wir das ernst gemeint machen und nicht so, ah ja, wir machen jetzt mal wieder eine Retro, damit die Leute wieder mal Ruhe geben, dann ist gut, dann bringt uns das auch weiter. Ansonsten ist halt immer nur so, ja, das kann man ein-, zweimal machen, so eine Retro, und dann nimmt einen keiner mehr ernst. Ja. Und auch zugeben, dass man eben selber nicht der Experte im Change ist. Ja, ich habe die Weisheit nicht mit Löffel gefressen, wir müssen da zusammen durch.
Hintergründe vermitteln ist immer hilfreich, den Leuten einen Kontext geben, warum ist dieser Change da, ja, aber auch dann eben über die Theorie der Veränderungen, über diese verschiedenen Phasen einer Veränderung, dann können sich die Leute so ihre Puzzleteile zusammenbauen. Und als letzten ultimativen Tipp habe ich noch, das hatten wir gestern aber auch mit dem Beamer irgendwie. Hallo. Nochmal abziehen. Der letzte ultimative Tipp ist gescheitert, genau. Will nicht, ne? Nö, ich habe gar nichts. Bin ich da dagegen gekommen? Nee, hoffentlich nicht. Echt? Ich liebe die Technik. Ja, ich lese es. Genau. Ich lese es euch vor. Ich könnte es euch hier jetzt zeigen. Ja, letzte ultimative Tipp ist, seid Mensch im Change. Ja, ihr habt Gefühle, ihr seid Menschen. Das ist das, was uns ausmacht. Ja, und das bitte eben als Veränderer und als Veränderte. Und in diesem Sinne, man sieht es leider nicht. Vielen Dank an euch und wenn auch Fragen sind, fragt mich. Danke. Eine Frage noch. Du hast uns Lesetipps versprochen. Wo können wir die kriegen? Sollen wir einfach... Können wir dich anschreiben irgendwie? Ja, bei also ihr könnt mich anschreiben. Die Slides werden ja eh zur Verfügung gestellt, glaube ich. Ja. Nee. Oder? Nicht? Ah, dann schreibt mich einfach an. Also, hier, Twitter, Rainer Kühn. Nein, kommt einfach zu mir und dann... zeige ich euch das hier oder ihr könnt es abfotografieren hier. Schade, dass da irgendwie der... Rainer, herzlichen Dank. Viel Spaß mit dem Riesling. Danke sehr. Und denkt ans Feedback, bitte.